Jedenfalls ist unser Jonas aller Wahrscheinlichkeit nach 19 Single und die größte Jungfrau auf diesem Planeten. Und was macht er? Hallo Leute, was geht? Mein Name ist Jonas und herzlich willkommen zu diesem Video. Das ist jetzt die Roast Yourself Challenge. Ich wurde gestern von Inscope21 nominiert. Der hat gestern sein Video rausgekehrt. Ich wurde gar nicht von ihm nominiert. Ich habe nur keine Freunde, die mich nominieren könnten. Deswegen muss ich mich selbst nominieren. Jedenfalls ist das Ding, normalerweise muss man ja sich selbst quasi dissen in einer Art Musikvideo. Man muss irgendwas rappen über sich selbst fertig machen. Das Ding ist, ich weiß, ob ihr euch noch erinnert, aber ich habe früher schon mal ein Musikvideo rausgebracht, mein einziges. Man sagte mir einst, es gäbe keinen Weg zum Frieden. Denn Frieden sei der Weg. Und man muss sich nur 3 Sekunden dafür geben und man weiß sofort, okay, Jonas macht sowas nicht nochmal. Aus diesem Grund dachte ich mir, ich bin ein Unterhaltungs-Channel, deswegen mache ich hier ein Unterhaltungsvideo raus. Und das hier wird jetzt eine Kanalzerstörung aller Kuchen-TV oder Julians Blog. Und es gibt halt diesen komischen YouTuber, der heißt Jonas, glaube ich, der heißt Jonas. Und ohne Witz, Freunde, ich will euch nicht zu viel verraten, aber der wird jetzt gleich so hart zerstört. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Jetzt wird Jonas geraped und zerstört und alles Mögliche. Viel Spaß, Freunde, das hier ist die Roast Your Health Challenge. Los geht's. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Kanalzerstörung Folge 1. Leider auch schon wieder die letzte Kanalzerstörung. Damit mache ich mich aber jetzt auch gleichzeitig offiziell zum bestaussehendsten Kanalzerstörer auf ganz YouTube. Ist allerdings auch nicht ganz so kompliziert gewesen. Heute wird YouTuber Jonas, ehemals YouFunTV, zerstört. Alleine schon dieser Name Jonas, seine Kreativität war echt grenzenlos und wie der Junge schon aussieht. Der Typ ist in etwa so erotisch wie ein fucking Verkehrsunfall. Jedenfalls wird sein digitales Todesdatum hiermit offiziell auf den 4.7. gebrandmarkt. Rest in peace, bro. Wirft man einen ersten Blick auf seinen Kanal, darf man direkt stolzer Bewunderer seiner grenzenlosen Dummheit werden. Obwohl er plakativ mit festen Uploadzeiten wirbt, scheint er sich selbst seinen Dreck darum zu scheren, wann er was hochlädt. Vermutlich hat er selbst einfach Probleme, sich die Wochentage zu merken. Nehmen wir ihm das aber auch nicht übel, er ist immerhin einfach nur stockenblond. Was produziert unser 19-jähriger YouTube-Millionär nun eigentlich für Content? Alter, wie kann man nur so ein Vollspaß sein und so viele Abonnenten haben? Na, absolut unverständlich, Alter. Sehen wir uns jedenfalls seine letzten Uploads an. Was fällt auf? Pfeile. Gelbe, rote, überall sind Pfeile. Okay, und was ist daran jetzt schlimm, fragt ihr euch? Irreführende Thumbnails, Clickbaiting und Kentucky Fried Chicken macht doch eigentlich fast jeder YouTuber. Was ist daran nun moralisch verwerflich? Ganz einfach. Jonas ist der größte Heuchler aller Zeiten. Ich darf euch kurz diesen Videoausschnitt hier zeigen. Wisst ihr, Leute, aber wie? Wieso klickt man denn auf die Bilder, nur weil ein roter Kreis oder ein Pfeil oder was auch immer drauf ist? Ist das so viel cooler dadurch? Obwohl er sich offensichtlich gegen eine solche Art des Betrugs ausspricht, benutzt er dieselbe für seinen eigenen Erfolg, Reichtum und Erlangen der Weltherrschaft. Ganz ehrlich, Jonas ist der Grund dafür, warum in Deutschland die Geburtenrate sinkt. Dieser Typ ist einfach nur einer von viel zu vielen. Aber nicht nur hier ist er ein Riesenheuchler. Offensichtlich macht er sich in nahezu jedem Video über deutsche Bildungskanäle wie Dagi B und Bibis Beauty Palace lustig. Obwohl er selber kein Doi besser ist und jede Chance dazu nutzt, selbst Beauty-Videos zu produzieren. Hi Leute, mein Name ist Jonas Beauty Palace. B und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Die Leute lieben mich für mein Lachen. Lächerlich und peinlich sowas. Angefangen als ein 13-Jähriger ohne Hobbys, der sich entscheidet, YouTube-Videos zu drehen, ist er nun ein 19-Jähriger, der im Übrigen immer noch nicht aus der Pubertät raus ist. Hier ist Pickel A und hier ist Pickel B. Ist er nun noch geldgeil und arrogant geworden. Man kann genau sehen, wie er in früheren Videos keine Uhren getragen hat und jetzt plötzlich eine G-Shock trägt. Leute, eine G-Shock. Die weiße G-Shock ist diese Uhr hier und kostet neu ganze 75,60 Euro. Wie kann man einen so verschwenderischen Lifestyle leben? Das ist unbegreiflich und betont seine Abgehobenheit an dieser Stelle um ein grenzenloses. Er ist die Inkarnation der Arroganz, das Ultimatum der Abgehobenheit und die Vollführung der Selbstverliebtheit. Neben seinen irreführenden Thumbnails oder klickgeilen Titeln über seinen Videos wie Freundin schwanger, Mädchen stalkt und terrorisiert mich oder Kanalzerstörung Jonas, ist er auch auf Twitter der größte Heuchler. Man gebe sich folgenden Tweet. Ich glaube, ich werde jetzt aktiver. Nein, wirklich, das nehme ich mir jetzt fest vor. Wisst ihr, wann der nächste Tweet kam? Anderthalb Monate später. Ein Lügner und Verräter, das ist alles, was man über diesen Jonas sagen kann. Und wisst ihr, wie er sein schlechtes Image, sein 0815-Content und sein krummes Lachen, ich meine, alter Junge, das ist echt mega krumm, gönnt euch das mal, das ist ja echt abartig. Wisst ihr, wie er das wieder rechtfertigt und versucht, seine Beliebtheit zu steigern? Er macht ein Musikvideo und spendet alle Einnahmen an die Welthungerorganisation. Und jetzt noch schlimmer, er bringt ein Buch raus, das so grauenhaft war und trotzdem auf der Spiegel-Bestseller-Liste landet und spendet erneut alle Einnahmen, wirklich alle Einnahmen an die Kinderlachen-Organisation für Kinder in Armut. Leute, die sowas machen, sind einfach nur erbärmlich. Eindeutig versucht er hier sein Image auf diese Art zu verbessern. Es läuft nicht mehr, klar mache ich eine Spendenaktion. Nicht mehr genug Klicks, klar mache ich eine Spendenaktion. Jonas ist einfach so hart scheiße, dass sein eigener Hund ihn manchmal fragt, wie man nur so ein Hundesohn sein kann. Freunde, es geht noch weiter. Jonas bewirbt sich selbst immer wieder damit, Single zu sein, um sich damit in der Mädchenwelt noch interessanter zu machen. Wahrscheinlich hatte der Kerl wirklich noch nie eine Freundin. Bei so hässlichen Schuhen kann das wirklich nicht anders sein. Alter, das sind fucking Klettschuhe. Bist du
zu dumm für Schuhe mit Schleife oder was, alter Vollidiot? Jedenfalls ist unser Jonas aller Wahrscheinlichkeit nach 19 Single und die größte Jungfrau auf diesem Planeten. Und was macht er? Er kauft sich irgendwelche Mädchen ein, die mit ihm Videos drehen. Man will gar nicht wissen, wie viel er für sie bezahlt hat, damit sie mit ihm drehen. Ganz ehrlich, hier für diese hier muss er mal ganz easy an Taui hingelegt haben. Die sieht sogar noch teurer aus als Katja, wobei, die ist ja eh komplett billig. Okay, und jetzt gebe ich unserem Jonas den letzten Tritt ins Grab. Jonas verkauft sich als netter Junge von nebenan mit hohen Sympathiewerten, humorvollen Umgang mit seinen Freunden, stets einem permanent anhaltenden Bewusstsein von Werten und Moral und sprühender Lebensfreude. Was ein falsches und trügerisches Bild. Letztes Jahr veröffentlichte er ein Kurzfilmprojekt, in dem er einen Mobber spielte, der seinen Schulkameraden in eine Mülltonne geschubst und diesen vor der ganzen Schule schikaniert hat. Jonas selbst behauptet natürlich immer wieder, dass es nur ein Drehbuch sei und das Kurzfilmprojekt mit Kameras aufgezeichnet und alles inszeniert sei. Aber schon mal dran gedacht, dass das vielleicht nicht so ist? Dass sein Unbeteiligter alles mit einer Handykamera aufgezeichnet hat und Jonas wirklich jemanden mobbt und zusammenschlägt? Schockierend. Wie kann man nur so herzlos, asozial, hässlich und unsportlich sein? Postet After-Sportbilder und ist der größte Lauch aller Zeiten. Schon gewusst, Jonas, dass sein Sixpack bei dünnen Jungs genauso wenig zählt wie Titten bei dicken Mädchen? Ohne Witz, geh in die Ecke und schäm dich. Zusammenfassend ist Jonas nichts weiter als ein Heuchler mit einem super, super, super kleinen Schwanz. Die Wahrheit ist damit ans Licht gebracht. Schließ einfach deinen Kanal. Digitales Todesdatum 4.7.2016. Und damit bin ich auch schon wieder raus. Das war's, euer Jonas. Das war's Warte mal, ich bin Jonas? Das kann doch nicht sein, das muss doch ein Fehler in der Matrix sein oder so. Ich meine, ich kann mich doch nicht selbst zerstören, das ist doch alles komplett, das ist doch eine Roast-Yourself-Challenge. Ach du Scheiße.